Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Ich bin mal wieder gut drauf und ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Denn es gibt gerade aktuell, glaube ich... Na doch, ich habe so drei Künstler, die ich aktuell am häufigsten höre. Kollegah immer noch. Kollegah, BTS höre ich gerade sehr viel. K-Pop, Freunde, falls jemand sagt, höre ich gerade übel viel. Und Kianush, immer noch. Immer noch sein Debütalbum Safe habe ich jetzt die letzten Wochen wieder angefangen zu hören. Und es ist krass, es ist krass. Hört euch nochmal Safe an, bitte. Falls ihr Kianush nicht so auf dem Schirm habt oder Safe nicht komplett gehört habt, hört euch nochmal Safe an. Allein die ersten 7 Tracks sind 10 aus 10 gefühlt für mich. Boah, Rückkehr, zu heftig. Rückkehr ist zu heftig, Digga. Boah, gönnt euch nochmal ein paar Tracks, bitte. Retalk. Gönnt euch nochmal ein paar Tracks von Safe. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf Kriminell von PA und Kianush aus dem Crossover-Album. Die Box, ich werde es euch in die Beschreibung packen, es sind nicht mehr viele da. Safe ist safe, wenn ihr euch jetzt eine bestellt, dann habt ihr noch eine. Wir haben uns schon Streit mit dem Mond angehört und Casino Royale. Beide Links zu den Videos oben im i. Checkt das gerne ab, falls ihr es verpasst haben solltet. Ansonsten würde ich sagen, hören wir rein bei PA und Kianush. Kriminell, produziert bei Chris Maddock und Chica. Ich schaue ganz kurz, vor wem das Video ist. Das ist Video bei Hanke Brothers und Young Mace. Young Mace kenne ich, Hanke Brothers sagt mir nichts. Lex Barkey hat das Ganze gemastert, also hier nur die Quality von Quality. Ich bin gespannt, Freunde. Geht in eine sehr musikalische Richtung, so ein bisschen 80-Vibes. Wir hören rein. Ich bin gespannt. Okay. Sehr schöne Aufnahmen wieder. Sehr, sehr schöne Aufnahmen. Sie sagen, wir sind kriminell. Nur wegen Gold an meinem Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt. Wir sind wieder viel zu schnell. Und verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall. Digga, die Stimme von PA ist so angenehm. So angenehm. Rollen auf Asphalt, wir sind wieder viel zu schnell. Und verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall. Mann, wohin mit dieser Welt? Vielleicht sollte es so sein, wir gehen hoch durch die Wolken ins All. Sagen, wir sind kriminell. Boah, allgemein auch die Entwicklung, Mann. PA schafft es wirklich immer, einen neuen Style zu finden, eine neue Richtung zu finden, wo er sich ausleben kann, wo er ein Stück von sich selbst mit reinbringt, aber sich neu erfunden hat jedes Mal irgendwie. Kriminell. Sie sagen, wir sind kriminell. Nur wegen Gold um mein Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt. Wir sind wieder viel zu schnell. Uns verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall. Mann, wohin mit dieser Welt? Boah. Vielleicht solltest du sein, wie genug durch die Wolken ins All. Sagen, wir sind kriminell. Die beiden sehen heftig zusammen aus auch, Mann. Einfach Tag Team. Einfach Tag Team, die beiden. Boah. Boah. Kriminell, kriminell. Sind wir wirklich kriminell? Alles dreht sich um Mula. Wie Kianush auch immer aussieht in den fetten Anzügen und... Er sieht fresh aus, Mann. Ich bin ehrlich, er sieht fresh aus. Er könnte auch irgendwie so ein, keine Ahnung, Drogenrings-Boss sein. Keine Ahnung, Mann. Ich würde es ihm abkaufen. Kriminell. Sind wir wirklich kriminell? Alles dreht sich um Mula. Steig ein, gib Gas 300. Egal wie ich mach, mein Bruder. Verliere niemals meinen Hunger. Für die Welt bist du nur eine Nummer. Mir egal, an mir prallt alles nur ab. Wofür rufst du die 110? Bin ich kriminell, nur weil ich Schmuck hab? Boah, ist schon krass auch einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich feiere den Sound. Ich feiere dieses musikalische mit diesen harten Stimmen von den beiden so ein bisschen. Keine Ahnung. Fühle ich sehr. Wofür rufst du die 110? Bin ich kriminell, nur weil ich Schmuck hab? Mein Nachbar denkt, ich wäre Dealer, weil ich abgeholt werde im Beamer. Aber da kommt und geht am Ende wieder. Melodie, schön. Steht mir nicht, ich trage Fehler. Schöner Flowwechsel. Prada kommt und geht am Ende wieder. Prada steht mir nicht, ich trage Fehler. Warum sagt ihr, wir sind kriminell? Warum sagt ihr, nur weil euch meine Fresse nicht gefällt? Digga, bitte, ich brauche ein Poster davon. Real Talk, Leute, Rapper müssen mehr Poster rausbringen. Mach davon ein Poster. Ich würde es mir aufhören. Ich kaufe mir das Scheiß. Ich kaufe mir den Scheiß, Alter. Real Talk, macht Poster. Rapper sollen Poster rausbringen, bitte. Sie sagen, wir sind kriminell. Nur wegen Gold an meinem Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt. Wir sind wieder viel zu schnell. Und verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall. Mann, wohin mit dieser Welt? Vielleicht solltest du sein, wir gehen hoch durch die Wolken ins All. Sagen, wir sind kriminell, kriminell, kriminell. Sie sagen, wir sind kriminell. Nur wegen Gold um mein Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt. Wir sind wieder viel zu schnell. Auch der Beat ist so schön ruhig. Der Beat ist schön ruhig, da ist ein bisschen Melodie drin, aber kein heftiger Bass oder nichts, was irgendwie stört oder was jetzt aber auch nichts, was typisch wäre eigentlich für den PA oder den Kianush, den wir kennen. Es ist ein bisschen ruhiger, musikalischer, entspannter, so dass die Stimmen
und der Flow von den beiden viel mehr im Vordergrund steht. Angenehm. Uns verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall. Mann, wohin mit dieser Welt? Vielleicht solltest du sein, wie genug durch die Wolken ins All. Sagen wir sind kriminell, kriminell. Die Anbindungen einfach. Sind wir wirklich kriminell? Bin ich kriminell, nur weil ich balle? Habt ihr mir dies also keine Sorge? Warum kann man diesen Hass in dir sehen? Wenn ich ankomme, mach doch Coupé, bin frei. Ey Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ja. Lasst jetzt einen Daumen nach oben bei meinem Video da und auf dem hier natürlich auch nochmal, Freunde. Ich freue mich so krass auf Crossover. Ich freue mich echt krass auf Crossover, holy shit. Alle meine Brüder sind reich, aber dafür hatte ich keine Kindheit. Abgeschrieben wie ein Kranker bist. Heftige Zeile. Alle meine Brüder sind reich, aber dafür hatte ich keine Kindheit. Heftige Zeile. Alle meine Brüder sind reich, aber dafür hatte ich keine Kindheit. Geschrieben wie ein Kranker bis zwei, wir sind nicht gleich. Nachts unterwegs in der Stadt, die nicht schläft. Wollen kontrollieren unseren Pass, wir sind safe. Observieren mein Penthouse mit Nachtsichtgerät. Sie sehen unsere Macht und können das nicht verstehen. Könnt ihr mich sehen? Wollt ihr Geld machen, wollt ihr übernehmen? Heute sind es teure Emblems und das ist für euch ein Problem. Sie sagen, wir sind kriminell, nur wegen Gold an meinem Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt, sie sind wieder viel zu schnell. Die Hook ist anders gut, Mann. Die ist ein bisschen ruhiger als von Casino Royale und Streit mit dem Mond. Nicht so, nicht ganz so musikalisch, ein bisschen chilliger, ruhigerer Track, so ein bisschen deeper, dunkler alles. Aber trotzdem sehr, sehr angenehm, finde ich. Ich mag den neuen Style, ich mag diesen Style sehr gerne. Verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall, Mann, wohin mit dieser Welt? Vielleicht solltest du sein, wir gehen hoch durch die Wolken ins All, sagen wir sind kriminell, kriminell, kriminell. Sie sagen, wir sind kriminell, nur wegen Gold um mein Hals und den Autos, die rollen auf Asphalt, wir sind wieder viel zu schnell. Uns verfolgt Polizei, denn die Tasche ist voller Metall, Mann, wohin mit dieser Welt? Vielleicht solltest du sein, wir gehen hoch durch die Wolken ins All, sagen wir sind kriminell, kriminell. Jetzt mal Real Talk, Freunde, ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber die beiden sehen in so freshen Klamotten und Anzügen echt krass gut aus. Jetzt auf komplette No-Homo-Basis, ja, aber die sehen einfach krass gut aus in solchen Klamotten, Digga. Ich kann mir nur mich vorstellen, ich bin immer so ranzy angezogen. Wenn ich sowas anziehe, ich sehe aus wie ein Dulli. Ich sehe einfach, ich sehe jetzt auch aus wie ein Dulli, ich weiß, aber mehr als jetzt schon. Kriminell. Sind wir wirklich kriminell? Stark, Freunde. Holt euch Crossover. Link zur Box, Limited Edition Box. In der Beschreibung, Freunde. In anderthalb Monaten kommt das Ding raus. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt und gehypt. Ich freue mich drauf, Freunde. Lasst da auf jeden Fall eine kleine Vorbestellung da, ja. Und ansonsten, checkt das Originale wieder ab, pusht das in den Trends nach oben, lasst mir hier eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer bitte. Und ja.